So, dann herzlich willkommen. Ein bisschen verzögert, aber dennoch noch dann für manche pünktlich zur Börseneröffnung ein Update. Ja, die Lage ist zurzeit etwas verzwickt. Ausbrüche oder vermeintliche Impulswellen werden wieder abverkauft. So auch heute im S&P 500 Index. Und hier habe ich jetzt noch den Euro gegenüber japanischen Yen dabei. Zunächst lief es sauber an die Unterstützung hin, an die 123,50. Gab es einen bullischen Abprall und dann lief es dann eher seitwärts. Ja. Und genau in der Minute jetzt, wo ich hier live ging, ist hier Action im Markt. Der Yen zeigt Stärke. Und deshalb ist jetzt hier der Euro wieder unter Druck. Auch im S&P 500 Index war zunächst sehr sauber. Diese Marke, die benannte 2060er Marke, beziehungsweise eben dann hier die Tagesunterstützung, war ja hier die Analyse. Dann ging es hier aufwärts und ja, bis 19 Uhr noch hielt die Unterstützung und dann durchbrach sie und der Index kam jetzt hier auch im regulären Handel, wir sind jetzt hier auf dem Parketthandel, an diese Kaufzone hin. Allerdings, wie ich es im Video erwähnt habe, hätte es hier eigentlich die nächste Impulswelle starten sollen. Jetzt muss man morgen nochmals, ja, in den noch weiteren unteren Zeitebenen schauen, ob sich da was ergibt, ein Signal, oder ob man hier jetzt auf die nächste Zone runterfällt. Also das ist auch noch offen. Wie gesagt, die Märkte sind aktuell wirklich etwas, jedenfalls auf Tagesbasis, extrem verzwickt. Die Ausbrüche finden in dem Maße nicht statt, genauso wenig die angenommenen Rückläufe. Gut, wo es ja, rund läuft, ist immer noch hier im Gold. Sah zwar erstmal unschön aus, aber die Marken, die Stoppmarken sind eigentlich hier nicht verletzt worden. Und so bleibt Gold weiter dabei. Silber, da hätte ich ja gerne einen Rücklauf. Der findet aktuell nicht statt. Um zum DAX zu kommen. Entschuldigung. DAX sah zunächst gut aus. Da hat man ja auch eine Position aufgenommen gehabt. Und hier genau, als der DAX weiter oben stand, also gekauft, das Kauflimit war jetzt zwar erstmal eben nur gedacht, damit der Index hier die 10.000 Punkte-Marke nur touchiert, dann nach oben dreht. Der Index fiel aber hier, das war diese Stundenkerze, weiter runter. Hat zwar nicht der ganze Gap geschlossen, aber hier dann gedreht. Und als der DAX hier oben bei 10.116 stand, habe ich ja hier beschrieben, dass man hier auf dem aktuellen einen Teilverkauf vornehmen kann und den Stopp hochziehen kann. Dann kann man den Trade noch ins Plus nahezu retten. Und so ist es dann auch im Prinzip passiert. Der DAX
hat hier dann wurde ausgestoppt. Allerdings, wenn jemand den Verkauf so genau getätigt hat, wie beschrieben, ist es hier ein Plus-Minus-Trade raus geworden. Also keine Verluste sind entstanden. Im Tagesverlauf ging es dann noch runter bis auf 9.847 Punkten, bevor es dann hier ein kleiner Pullback kam. Hier kann sich das jetzt hier auch noch schön nach unten ausdehnen, aber bislang bleibt noch die Kaufzone bzw. ja, nicht erhalten, sondern ist ja jedes Mal hier abgeprallt. Also bislang war hier diese letzte Kaufzone noch Gold wert. Und wenn diese fällt, dann dürfte es, also da habe ich noch keine dann Kursziele ermittelt, sollte das jetzt hier wirklich durchgehen. Allerdings eben hier noch auf Tagesbasis bei 9.400 Punkten wäre noch eine Unterstützung. So, das war's. Danke fürs Zuhören. Wie gesagt, ist im Moment echt schwierig, aber ich versuche das so gut wie möglich eben zu umschiffen. Und morgen ist wieder ein neuer Tag und da warten sicherlich die ein oder andere Chance auf uns wieder. Danke und bis dann.